So flott klappt es nicht auf Anhieb. Damit ein Bühnenbild hier zu unserer neuen Produktion Die Tagebücher von Adam und Eva von Mark Twain möglichst unkompliziert auf- und abgebaut werden kann, braucht es im Vorfeld eine akribische Planung. Ralf Wuttke, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, lässt seiner Kreativität auch bei der Gestaltung der Bühne freien Lauf. Mit Hilfe unserer beiden Techniker, Frank Bira und Marcel Schadok, richtet er das Paradies von Adam und Eva ein. Das, was wir hinter uns haben, dieses ist eigentlich ein Ausstellungssystem und diese Teile werden zurzeit in der Industrie ausgemustert, die will keiner mehr haben. Von daher haben wir Zugriff, da kommen Folien drauf, die werden hier an der Seite mit Magnetstreifen Folien und das ist die Milchstraße sozusagen als übergeordneter Raum für die ganze Szenerie. Doch zunächst geht es darum, die Position der zukünftigen Milchstraße zu bestimmen und die Gegenstände so zu platzieren, dass die 5x6 Meter große Bühne optimal genutzt wird. Natürlich muss auch die verbotene Frucht richtig in Szene gesetzt werden. Hierfür braucht es nicht zuletzt die passende Beleuchtung. Eva ist ja relativ einfach, da eine mehr bildhafte Metapher zu finden. Das ist der Apfel, so fertig. Adam und Eva müssen eigentlich nackend sein, das kriegen wir hier irgendwie nicht hin. Und das müssen wir auch nicht hinkriegen. Tatjana Hajdukova, zuständig für Kostüme und Garderobe, sorgt für Outfits, die nicht nur maßgeschneidert sind, sondern auch zum Stück und dem Bühnenbild passen. Das perfekte Endergebnis entsteht dabei oft in fröhlicher Teamarbeit. Ich finde, die Farbe sieht auf der Bühne gut aus. Ach, gucke, ja. Beide. Gelb. Ja. Und die passen auch gut zusammen. Aber ja. Ich würde trotzdem den Überrock wegmachen. Ich würde ja fast sagen, auch das nehmen und dann nur eben, also wie so ein Jäckchen oder wie so ein Bolero fast so drüber. Du hast ja auch keine Pailletten. Ja. Das wäre ungerecht, wenn ich Pailletten und Bordüren hätte. Ja, das wird ein, das ist eine Einheit. Stimmt. Ist ja unfassbar, ja. Ob es sich um das Kleid von Gundula Köster, sprich Eva, oder die Hose von Karl-Martin Spengler, alias Adam, handelt. Es wird so lange beratschlagt, geschnippelt und genäht, bis die Kostüme sitzen. Nachdem die Bühne professionell ausgeleuchtet und nicht zuletzt das Klavier für unsere musikalische Leitung Ute Falkenau auf die richtige Position geschoben wurde, ist das Paradies von Adam und Eva fast perfekt. Doch eben nur fast. Denn der rote Apfel will partout nicht grün werden. Naja, rot bleibt rot, ne? Da helfen nur radikale Maßnahmen. Ende gut, alles gut. Ein saftiger Granny Smith macht schließlich das Paradies von Adam und Eva vollkommen. Ob die beiden diesem Apfel widerstehen können?